Welche Zukunft haben neutrale und bündnisfreie Länder in Europa? Der russische Angriff auf die Ukraine stellt die europäische Sicherheitsarchitektur auf den Kopf. Während die bündnisfreien Staaten Schweden und Finnland so rasch wie möglich der NATO beitreten wollen, ringen andere Länder, Österreich, Zypern, Irland, Malta und die Schweiz, um eine Neuausrichtung. Wir haben uns angesehen, wie sich die öffentliche Meinung in diesen Ländern entwickelt. In Finnland befürworten mittlerweile 3/4 der Bevölkerung einen raschen NATO-Beitritt. Beim schwedischen Nachbarn sind es aktuell jede bzw. jeder zweite, Tendenz steigend. Im militärisch neutralen Irland ist die Ausgangslage weniger klar. 48% der Bevölkerung sind für einen Beitritt zur NATO, 39% sind aktuell dagegen. In Zypern ist es umgekehrt. In Zypern sind 42% dafür und 45% dagegen. Und im neutralen Österreich, ebenso wie in der Schweiz und auf Malta, kann eine klare Zweidrittelmehrheit einen Beitritt zur NATO gar nichts abgewinnen. Fragt man nach dem jeweiligen sicherheitspolitischen Status, wird das Meinungsbild noch deutlicher. 9 von 10 Österreicherinnen ist die Neutralität wichtig. Ähnlich ist das Bild in Malta. Auf der Grünen Insel unterstützen 2 von 3 Befragten die irische Neutralität. In der Schweiz sehen 2/3 der Befragten die immerwährende Neutralität als sinnvoll an. Lediglich 10% sind anderer Meinung. Gleichzeitig liegt die Unterstützung einer europäischen Sicherheits- und Verteidigungspolitik zwischen 75% in Zypern und 66% in Österreich. Essentieller Teil davon ist übrigens auch die EU-Beistandsklausel, ein Schutzschirm auch für Neutrale, die bei einem Bündnisfall im Rahmen ihrer Möglichkeit auch helfen müssen. Durch die aktuellen Ereignisse gewinnen genau diese Vereinbarungen an praktischer Relevanz. Daher wäre eigentlich gerade jetzt der richtige Zeitpunkt für diese Länder, ihre Rolle und ihren Beitrag zu einer europäischen Sicherheitsarchitektur zu diskutieren und neu zu definieren.